Polizeiruf 110, der Gott des Bankrotts, steckt hinter Karl Rogoff? Im neuen Polizeiruf 110, der Gott des Bankrotts, 5. Februar, das erste, muss Vincent Ross, André Kaczmarczyk. 37, zum ersten Mal ohne Adam Rakczyk alias Lukas Gregorowicz, 46, zurechtkommen. Denn dieser hat im Dezember seinen letzten Krimi bestritten. Hilfe bekommt der Kriminalhauptkommissar im aktuellen Polizeiruf 110 vom Polizisten Karl Rogoff, der als erstes am Fundort der Leiche war. Verkörpert wird dieser von Frank Leo Schröder, 62. Doch woher kennt man den Darsteller? Frank Leo Schröder wurde 1961 in Lingen, Ems, geboren. Nach seinem Studium an der Hochschule für Musik und Theater Hannover begann er am Staatstheater Darmstadt auf der Bühne zu stehen. Mitte der 90er Jahre hatte er ein Engagement am Staatstheater Mainz. Doch nicht nur als Schauspieler machte sich Schröder einen Namen. Auch als Regisseur ist er immer wieder im Einsatz. So inszenierte er unter anderem das Stück Woodstock oder 2017 Rio Reiser, König von Deutschland, wofür er auch den Friedrich-Luft-Preis bekam. Im Fernsehen war Schröder ab Mitte der 1990er Jahre regelmäßig zu sehen. In Serien wie In aller Freundschaft, Alarm für Cobra 11 oder Großstadtrevier hatte er Gastauftritte. In Anke Engelkes, 57, Sitcom Anke verkörperte er den cholerischen Vorgesetzten, was ihn deutschlandweit bekannt machte. In der Serie Der Heiland auf dem Eiland spielte er ab 2004 an der Seite von Jürgen von der Lippe, 74, die Rolle des Bürgermeisters. Auch im Tatort übernahm Schröder hin und wieder Engagements. Zuletzt war er 2018 im Berliner Tatort, Tiere der Großstadt, zu sehen. Auch in Formaten wie Der Heiter bis Tödlich Reihe oder Hubert und Stahler gehörte Schröder schon zum Cast.